Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac. Viele Binding of Isaac User werden sich jetzt fragen, ey, was macht der Spaß da, warum startet der mittendrin? Ja, das hat folgenden Grund. Ich wollte gerade eine Runde zum Einspielen spielen, es ist 9 Uhr morgens noch. Ich wollte gerade eine Runde Einspielen spielen, bevor ich loslege, und dann dachte ich mir, Alter, das läuft gerade so geil. Mach einfach mal. Gleich zuvor weg, ihr seht schon, ich tue diesmal mit, wie nennt sich das? Mit Filter anspielen, mal so zum Testen gerade. Es läuft mega geil. Wir haben gerade einen Devil hier eingegangen, haben Damage abbekommen. Ich kann das mal ganz kurz zeigen. Wir haben 3 Schaden. Und wir springen mal in die nächste Ebene. Und ich möchte aber mal gucken, ob das jetzt für einen cooler Run wird, weil ich habe mir gestern noch mega viele Infos geholt, was ich sprengen darf und was nicht, was effektiv ist. Und für alle, die keine Ahnung von dem Spiel haben, die werden das jetzt auch erfahren. Und jetzt sind wir in Cave Swan und schauen mal nach hier, was hier. Jetzt, oh. Okay, einer ist tot. Jawohl, das ist der gewesen. Okay, noch einer tot. Und jetzt der da hinten noch. Na, komm her, Baby. Ja, noch nicht. Jetzt. Okay, super. Der Raum ist easy, von daher kein Problem. Oh nein, 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 nein. Ich hasse euch. Hasse euch, hasse euch. Super. Und 2 Bomben. Also, ich weiß nicht, ob das bei den Pilzen genauso ist. Ich kann mal ganz kurz gucken. Wir haben gerade, das Problem ist gerade die Pilze, ne? Das. Bei Pilzen bin ich mir gar nicht sicher, was man da sprengen kann. Ich weiß es nur bei Steinen. Was sind das denn? Hab ich ja. Eigentlich könnte ich ja mal einmal. Weil da ist ein Herz. Nehme ich mal eine Münze mit und den Rest behalten wir erstmal. Bei Pilzen bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Das ist ja super. Ich würde euch zeigen, hier was passiert, und dann habe ich keine Ahnung. Also habe ich bei prinzipiell nicht, wenn ich irgendwas spiele. Das ist ja. Also Ahnung auf dem Channel bist du falsch, ne? Sehr schön. Oh. Kann man das drüber schießen? Ich weiß nicht, ob man da rüberkommt. Ich probier's mal. Jawoll! Nice! Alter, guck mal, wie viele Herzen wir haben! The Master of the Soul Hearts, würde ich sagen. Bitch! Was haben wir denn hier? Ich bin auch gerade dabei, das Ding aufzufüllen. Und ich habe Mr. Mega freigeschaltet. Ich weiß nicht genau, wie ich es gemacht habe, aber ich habe anscheinend zu viel rumgebombt. Und dann habe ich Mr. Mega freigeschaltet. Und ich nehme mal die Pille mit. Range down! Wieso? Wieso? Ich sehe jetzt auch nicht, ob die. Also normalerweise habe ich rausgefunden, man kann nur Steine, wo ein X drin ist, bringt es, wenn man die sprengt. Das habe ich rausgefunden schon mal. Da muss so ein kleines X drauf graviert sein, dann bringt das was. Aus, wie nennt sich das? Den Vasen bekommt man entweder Monster, Items oder Herzen oder so. Das. Oh fuck, das war jetzt so klar. Geht doch jetzt da, was ist passiert? The Magician, you never miss the goal. Irgend sowas. Oh, was bist du denn? Speed and Range Up. Ja, danke schön. Genau, das habe ich jetzt wieder gebraucht nach dem kleinen Debuff gerade. Sehr, sehr fein, Dude. Oh nein. Okay. Ich hasse dich, 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 ich hasse dich. Das ist so einer. Ne, gut, ich hasse dich nicht. Du bist okay. Du willst ja nur spielen, gell? So, nehmen wir den mit. Und was haben wir hier? Ach, durch Beruhung kriegt man da keinen Schaden. Oder bin ich jetzt so geschickt ausgewichen, dass ich das nicht mehr gemerkt habe? Goyle. Rüber komme ich trotzdem nicht, das ist ein bisschen doof, aber da mal eine Kiste, die können wir mal sprengen. Plupp.
Und dann bekommen wir eine Bombe zurück. Das ist geil. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Jetzt bin ich bei da reingerannt. Wir sind ziemlich schnell. Hier waren wir noch nicht, gell? Oh. LOL! Hab ich hier einfach die Luft gesprengt. Na gut. Sind jetzt hier X'e drauf? Also ich sehe keinen. Ich weiß nicht, ob das nur auf den normalen Steinen so ist oder ob das auf denen auch so ist. Kann ich nicht sagen. Da ist die Karte, zu der wir nicht kommen. Warte, kann man hier lang? Nee, kann man nicht. Lalala. Wir spielen auf Normal übrigens. Das habe ich... Autsch. Das war jetzt irgendwie dumm von mir. Ah. So, eine Male tot. Komm her, los, komm her, komm her, ja, 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 genau, super, super, super. Zweimal tot. Dreimal tot, okay, jetzt du da. Ich weiß übrigens auch nicht, was dieses Enlighten macht, was ich habe. Ich hab's geguckt, das heißt Mythra, aber ich hab's nicht gefunden. Okay, jetzt sind sie alle einmal tot gewesen, jetzt geht's einfach. Jetzt sind die letzten. Na, Mist, es war klar, dass das mich trifft. Hör auf damit. Hört auf damit. Nein, böse, böse, komische Viecher. Nice, gefällt mir. Okay. Damit sollte man eigentlich alles haben, außer die Geheimräume. Wir haben 6 Bomben, die könnte man also theoretisch mal versuchen freizulegen. Ich würde ja direkt mal einen hier vermuten. Oder auch nicht. Ich würde auch einen, was haben wir hier eigentlich? Ach, hier war der Bossraum. Die haben wir ja gerade gesprengt. Ob ich einen hier vermute? Auch nicht. Halbes Leben bringt uns nichts, ob ich einen hier vermute? Jawoll! Oh, was bist du denn? Hey, mal. Ich habe mein Herz verloren, aber es sind mehr als ich vorher hatte. Nicht schlecht. Flup, 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 flup. Jetzt will ich mal gucken, was passiert, wenn ich die Pilze sprenge. Erstmal die ganzen hier. Und jetzt die mit dem komischen... Alles klar, man muss die sprengen. Balls of Steel, okay. Man muss die sprengen, die so angekratzt sind, glaube ich. Das testen wir gleich mal aus. Moment, wir haben ja noch eine Bombe. Und hier waren ja noch eine Menge Pilze. Moment, wo waren die? Hier. Also theoretisch, wenn ich hier sprenge, müssten 2 rauskommen. Eine. Gut, okay. Weiß immer noch nicht, was Balls of Steel macht. May You Never Mist kann man auch mal benutzen dann. Aber der Bossraum, ach, der Bossraum ist da hinten, okay. Haben wir den schon gemacht? Ne, haben wir nicht, gell. Na gut, also wir haben so viele Herzen. Wow. Wir haben so viele Herzen, das ist echt unklar. Gertie! Junior? Was macht denn Junior? Oh. Aua. Warum machst du das? Alter, wie schnell der down geht. Hallo. Was hat das jetzt gebracht? Oh. 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 Was war das denn? Bam! Damage am Pentagramm. Geil. Was? Wie? Wie jetzt? Ich kann das nicht und... Nein. Auf nächste Ebene. Alter, wie geil das gerade läuft. 4. Ebene. Selten so weit gewesen. Flup, flup. Okay. Ich nehm's mal mit, komm, ich nehm's mit. Ich kenne Bobs Brain. Das Problem ist, dass es manchmal... Ne, los. Lol, den hab ich gekriegt, ohne nochmal Schaden zu kriegen. Bobs Brain hat das Problem, dass es manchmal einfach explodiert in deiner Nähe und dann denkst du dir so, Dankeschön, Bobs Brain. Okay, da war kein Stein. Oh. Lalalala. Oh, Bobs. Manchmal ist es ganz hilfreich, das muss man schon mal sagen. Müsste ja theoretisch, wenn ich jetzt hier sprenge. Nee, ach nee, da oben ist schon freigeschaltet. Moment, da oben ist schon. Da brauche ich nicht sprengen. Hier lang. Und bam. Ist schon ganz praktisch, wenn man am Rand des Raumes stehen bleibt und dann... Oh. Jetzt bitte kein Bobs Brain.
Aua, das muss jetzt echt nicht sein, Junge. Junge, das musste nicht sein! Oh. Okay, da hat Bob sein Ziel vermisst. The Sun, Heal and Enlighten You. Alter, wie hab ich das überlebt? Wie hab ich das gedodged? Wie hab ich das gedodged? Oh. It feels lucky. Yay, cool. Blub. Eat the Mature. Ich weiß nicht genau, was es macht, aber es ist lustig. Wie hab ich das überlebt? Oh nein. Aua, auf damit. Health down, das ist ja super. Sieht momentan nicht mehr so rosig aus, wahrscheinlich weil ich angefangen habe zu kommentieren dazu. So, Moment, ich entschuldige dich das jetzt damit. Also in Wirklichkeit, wow. Aua. Bob, du könntest genau. Oh. Das lohnt sich, glaube ich, nie mit der Kiste da hinten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Okay, Gürdi. Ja, das ruhig Gürdi treffen können, aber okay. Alter, wie close. Stirb doch. Ich dachte, Bomben machen dir was. Echt jetzt, hat er mich getroffen und damit gerade mein Devil dir versaut. Was für ein Pisser. Shot Speed up. Das hab ich gerade aufgesammelt. The Sun. Ich glaube, ich habe mir gerade mein Devil versaut. Weil Bob's Brain vorm explodiert ist. Deswegen mag ich Bob's Brain nicht. Alter, was sind denn Devs? Debs. Die Debs. Oh. Bam. Juhu, endlich wieder ein Solar. Hä? Alter, ist ernsthaft. Hört das Geflüster im Hintergrund? Das ist geil. Ja, das Bob's Brain ist vor mir explodiert, ne? Ich glaube, ich war ausgerastet. Aua. Hör auf damit. Hör auf damit. Ach, zwei davon auch noch. Oh. Diese Viecher, ne? Dieses behinderte Rumgespringe. Ich krieg hier gleich und dann ist vorbei. Dann mache ich hier und. So, jetzt guck mal, ob ich hier eventuell einen Stein mit einem Kreuz finde. Kreuz, 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 Kreuz. Ich bin natürlich deswegen jetzt kein Profi, weil ich weiß, wie Steine mit Kreuzen aussehen. Also so ist es nicht. Man sieht das ja, glaube ich, auch. Weil jetzt habe ich mich festgepackt. Also nicht festgepackt, sondern fest einfach. Na gut. So, der ist tot und ist da hinten noch der Freund, Kollege. So. Ah, da ist ja noch einer. Stirb! Bombe! Juhu! Warte, Blut weggehen lassen. Kann ich theoretisch die auch noch sprengen? Bit? Oh. Echt jetzt, musste das sein mit dem. Noch ein? Hä, noch einer? Natürlich noch einer. Da war irgendwo ein Leben. Ah, können wir immer nicht aufsammeln. Ah, Mann, die Soulhearts verschwinden. Das kann nicht sein. Wir hatten gerade zwei Schreien. Die ist aber gar nichts mehr. Oh mein Gott. Ach, hier, ja, das sind die. Na komm schon, explodier doch einfach, Bob. Genau. Sehr schön, Bob macht seinen Job. Bob macht seinen Job. Wird, wo,
Okay. Mit der Mutti komme ich noch nicht so klar, weil die kenne ich eigentlich so noch nicht gar nicht. Oh, fuck. Ich hasse Bob. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Bob hasse? Ich will nicht wissen, wie oft ich jetzt schon Damage gekriegt habe, weil ich... Bob explodiert ist einfach so. Okay, wo? Wo ist der letzte? Wo bist du? Ich hasse Bob. Bob ist so ziemlich das Schlimmste, was einem im Leben passieren kann. Ach, natürlich. Nochmal springe ich da hinten nicht. Ach du Scheiße. Ich habe keinen Schaden bekommen. Wie hab ich das gemacht? Wenn du jetzt explodierst, Bob, ich bring dich um. Ich. Gut. Okay, der Raum, den kenne ich. Danke, Bob. Das war mal sinnvoll. Tears up, Bitches. So macht man das. Bob, das wäre jetzt time for you. Manchmal ist er cool, manchmal ist er ein Arschloch. Also Bob ist so ein... Warum weiß ich eigentlich, wo der Bossraum ist? Sehr schön, Bob. Danke dir. Ace of Spades, Luck of the Draw. It feels lucky ist besser. Finde ich, glaube ich, weiß es nicht. Was haben wir denn hier? Oh, was bist du denn? Immortal Friend. Bitch, please, was kannst du? Schießt du? Er schießt nicht. Ach, mit diesem Schlüssel können wir also immer die Türen öffnen, egal ob wir Schlüssel haben oder nicht. Ah. Okay, ich hätte aber trotzdem gerne noch einen Soul Heart, meine Freunde. Aber ich finde hier auch nirgendwo eins. Soul Heart, gib mir ein Soul Heart. Bitte keine Feinde, sondern ein Soul Heart. Ich möchte Menschen erschießen oder sowas. Lalalala. Oh. Hier ist doch hundertprozentig irgendwo ein Stein mit Mix. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass hier keiner ist. Sehe ich die X'e nicht oder bin ich bescheuert? Das sind so schwach eingravierte X'e. Ich finde die nicht. Ich finde die einfach nicht. Okay, komm schon, was Gutes. Ja, das ist gut. Das wollte ich gar nicht aktivieren, aber von mir aus. Okay, das sind die neuen Bossräume. Die habe ich schon mal bei Honeyball gesehen. Also nicht die Bossräume, sondern die Kampfräume. Die habe ich schon mal bei Honeyball gesehen. Hab persönlich aber noch nie so einen gehabt. Bobby macht sein Ding. Bobby Keflobby. Und der Rest ist, keine Ahnung. Boah, ich dachte schon, was Sponsor da jetzt nehmen. Ja, da haben wir gerade ein dunkles Herz bekommen und haben es gleich verloren. Das war jetzt natürlich nicht der Sinn der Sache. Ach, guck mal hier, wir sehen alles. Aber wir haben anscheinend die Map gefunden oder so. Bomben! Hier ist aber auch kein X, ne? Oh, das wollte ich nicht. What the fuck? Wie einfach war das denn bitte? Okay, Vorsicht, dass die Kleinen uns nicht erwischen. Ach, die Kleinen ausschalten, glaube ich, ist besser. Oh, super. Danke dir, Bob. Manchmal ist er... Nein, ach komm schon, das kann doch nicht sein. Immer verliere ich irgendwie ein Herz oder ein Leben oder so, weil ich es falsch einschätze. Wir sind auf... Wer bist du? Block. Block. Okay, das ist Block. Was haben wir hier?
Wo ist denn der andere Geheimraum? Wo ist der andere Geheimraum? Was bist du eigentlich gewesen? Ace of Spades. Was macht denn Ace of Spades? Kleinen Moment, wir gucken mal. Ace of Spades. Das Aster Spasten. Ah, da haben wir es ja. Gives Isaac a higher chance to find tarot cards after clearing a room from a chest. Mehr aus Pupo oder Tarot Cards? Nehmen wir mal Ace of Spades mit. The Fall. Was machst du? Was machst du? Ich kenne dich nicht. Was machst du? Ach so? Interessant zu wissen. Spirit of the Night. Ich weiß nicht, wer das war. Das ihr habt den schon mal gesehen, aber... Spirit. Star Wars. Gives Isaac the ability to fly... What? Wir fliegen? Wir fliegen? Warte mal, wir fliegen? Wir fliegen! Wisst ihr, wie selten ich Fliegen habe? Wie geil! Fliegen, können wir noch was machen mit Fliegen? Ich hab's mir jetzt gar nicht gemerkt, ob wir irgendwo hinfliegen können. Fliegen. Oh. Könnte man doch eventuell mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das was bringt. Ich glaube nämlich nicht, dass ich da was sehe. Nee, okay. Fliegen. Ach, guck mal, das ist noch ein Raum. Oh, okay. Aufgefüllt, wieder eine Bombe gefunden. Aber ich frage mich, wo der andere Geheimraum ist. Den haben wir nämlich, glaube ich, noch gar nicht entdeckt. Und mit Block kriegen wir einen Laserstrahl. Okay, das ist interessant. Fliegen. Wir können fliegen. Das bringt uns bloß nichts. Was haben wir hier noch gehabt? Nichts. Was haben wir im Money Room noch gehabt? Was machst du? BFF, your friends. BFF, your friends rule. Damals. Makes all of Isaac's familiars much bigger, making them deal more damage, cause of all familiars to deal double damage. Has no effect on Rotten Baby, which instead benefits from Hive Mind. Alle unsere Viecher machen jetzt doppelten Schaden. Bitch, please! I love it. Okay. Auf in die nächste Ebene. Müsste jetzt Steps 2 sein. Krass, Alter. Steps 2, das ist immer. Bam! Reservable Range Bombs, okay. Achso. Ne. Nehmen wir die hier. Ja, übrigens hier, wenn man das da sprengt, kriegt man Items. Also unter blauen Flammen sollen Items sein. Wir haben gerade sehr viele Bomben. Deswegen spreng ich die mal. Wie habe ich das gemacht? Warum habe ich das gemacht? Hat doch gar keinen Schaden genommen. Okay, jetzt haben wir hier noch drunter. So, hier können wir mal gucken. Ja. So, okay. Dann sprechen wir hier nochmal. Ah, ein Soulheart. Vielen Dank. Ach, ich kann halt fliegen, ich vergesse, wie ich fliege die ganze Zeit. Okay. Komm schon. Okay, das hat super funktioniert.
Warum geht das nicht? Bei der einen hier habe ich es auch geschafft, oder? Ja, die ist aus. Warum schaffe ich das bei den anderen nicht? Ich spreng alles. Dankeschön, dass du die Bombe zurückgibst und noch ein Coin dazu. So. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Also ich kann eigentlich theoretisch auch von hier. Ich weiß gar nicht, ob die mich jetzt gerade erwischt hätten. Ich kann es nicht sagen. Da gehe ich noch nicht rein in den Dauerraum. Das ist mir zu riskant. Okay. Aua, muss das jetzt sein? Das war jetzt echt nicht nett von euch. So. Schießt überhaupt einer dabei, die schießt, gell? Aber der Rest nicht. Okay, ein Coin haben wir bekommen. Dann gucken wir uns hier noch was. Nichts, nichts. Mal schauen, ob wir hier zwischen den Flammen was finden. Wahrscheinlich ein, zwei Coins noch. Oh Mann, ich hätte gern. Ich hätte so gerne ein bisschen Soul Hearts. Oh, jetzt hier der Typ, nicht Mr. Brimstone, sondern der andere. Das war jetzt so nicht geplant. Ach, komm schon, Junge. Bams, ich liebe dich. Manchmal ist das Ding echt geil. Also, Bob's Brain kann einen segnen, kann aber auch sagen, ja, nee, du bist Arschloch. Dich mag ich nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Oh, was bist du? Full Energy, das müsste ja dann dieselbe sein, gell? Nee. Telepilz, toll! Genau, die habe ich jetzt nicht gebraucht. Na gut. Oh. Ja, die sind ja theoretisch recht einfach, wenn man das so macht. Ich hasse Bob. Ich hasse Bob. Ich hasse Bob schon sehr. Na komm hoch. Echt? Hab ich mich verfehlt? Warum aktiviert sich dieses Buch eigentlich ständig? Ich weiß es nicht. Soul Heart. Okay, ich probier's mal hier. Schade. Hier lang. Läuft echt gut die Runde. Gut, wir sind momentan sehr angekratzt, aber dafür läuft's momentan noch recht gut.